Hallo nochmal zusammen zu diesem 1. Januar im Jahr 2019. Ich wende mich an euch alle und vor allem an meine Ex-Frau und an ihre Familie in Munderkingen und habe für sie und für euch alle eine Botschaft zum neuen Jahr 2019. Zuerst aber, wie immer, auch wenn ich schon in dem vorigen Video heute gemacht habe, die vier Küsse an unsere vier Kinder. Als Gruß, es können nicht genug Küsse sein am Tag. Ja, Kinder brauchen beide Eltern, Vater und Mutter. Die sind natürlich die offensichtlichen Wünsche und auch Bedürfnisse unserer Kinder. Eine Zeit lang hatten die staatlichen Institutionen Interessen und Rechte unserer Kinder ignoriert. Diese Vorgänge konnten inzwischen zur Wahrheitsfindung aufgedeckt und veröffentlicht werden. Unsere Kinder haben jetzt schon zum Glück wieder den selbstverständlichen und freien Zugang zu mir und können auch von mir als Vater betreut werden. Die Vereinten Nationen prüfen jetzt, ob Deutschland, das Land Baden-Württemberg und der Alb-Donau-Kreis offensichtlich gegen die Rechte unserer Kinder verstoßen haben. Die Untersuchungskommission Kinderschutz ist vom Land Baden-Württemberg inzwischen für unseren Fall einbezogen worden. Diese Kommission hat von der Landesregierung den generellen Auftrag, die Fehler unter anderem der Verwaltungen wie Jugendämter und Familiengerichte zu klären und auf zukünftige Verbesserungen hinzuwirken. Die Staatsanwaltschaft in Ulm und Stuttgart klären, ob mit diesen Vorgängen unter anderem Straftaten von Mitarbeiterinnen, zum Beispiel der Behörden oder Familiengerichte, vorliegen. Somit sind wir jetzt auf einem guten Weg und bekommen sehr viel Unterstützung, um die erstaunlichen Vorfälle um Munderkingen, Ehingen und Ulm aufklären zu lassen und zu verbessern. Unseren Kindern steht es zu, dass sie gleich viel von uns beiden Eltern betreut werden und dass beide Eltern gleichermaßen im Leben unserer Kinder sind. Auch wenn beide Eltern jetzt eine Trennungsfamilie sind. Diese modernen Betreuungsformen nennt man Doppelresidenz oder Wechselmodell. Die internationale Familienforschung hat schon lange bewiesen, dass die gemeinsame Betreuung durch beide Eltern auch für Trennungsfamilien das beste Betreuungskonzept und Kooperationskonzept für die Kinder und Familie ist. Eltern bleiben Eltern für ihre Kinder, insbesondere wenn zwei gute Eltern vorhanden sind. Paare mögen sich trennen, sie bleiben weiterhin Eltern und sind gemeinsam verantwortlich für ihre Kinder. In diesem Sinne ist es mir als liebevoller und friedfertiger Vater sehr wichtig, ein harmonisches und gutes Umfeld für unsere Kinder, für alle unsere vier Kinder zur Verfügung zu stellen. Um meine Antwort auf Facebook an einen Verwandten meiner Ex-Frau zu bekräftigen, lade ich hiermit die Familie in Munderkingen sehr herzlich ein, auf den Pfad der Liebe zurückzukehren und sich intensiver zu bemühen, die Wünsche und Interessen all unserer vier Kinder zukünftig zu respektieren und wahrzunehmen. Dann ist Vergebung und eine gute gemeinsame Zukunft sehr einfach möglich. Gerne sehe ich bei einem ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander über die früheren Fehler der Familie hinweg
und lade jeden ein, die Zukunft für unsere 4 Kinder positiver zu gestalten. Meine Tür und mein Herz stehen jederzeit offen und ich begrüße eine zukünftige konstruktive Kooperation jedes Mitglieds der Familie. Ich heiße das Jahr 2019 willkommen, in dem wir alle, nicht nur für unsere 4 Kinder in Munderkingen, sondern vielmehr für alle Kinder in ganz Deutschland, eine bessere Zukunft gestalten mögen, in der ein friedliches Miteinander von Trennungsfamilien zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ich grüße euch alle herzlich, gebe unseren 4 Kindern auf diesem Weg wieder 4 Abschiedsküsse und starte hoffnungsvoll mit euch in das Jahr 2019. Kinder brauchen Vater und Mutter.